Ich hab's euch versprochen, dass wir es nochmal spielen, weil ihr es so gut gemacht habt. Wie du mir so, ich buchstabier. Wie du mir so, ich buchstabier. Ihr bekommt gleich von mir Fragen gestellt und buzzert, wenn ihr die richtige Antwort kennt. Die Lösung müsst ihr mir dann wieder buchstabieren, allerdings wieder mit Hilfe von Kategorien, die ich vorher nenne. Natürlich habt ihr nicht ewig Zeit, sondern ihr buzzert, buchstabiert mir das Wort in der Kategorie, die wir suchen und habt 20 Sekunden dafür. Ich freue mich jetzt schon. Zum Abschluss dieser Staffel spielen wir dieses Spiel in einer einzigen Kategorie. Oh. Runde für Runde. Und zwar in der Kategorie Schimpfwörter. Yeah. Igelpisser! Der Igelpisser ist zurück. Hast du es verstanden, Lars? Ja, ich hab's verstanden. Okay, wunderbar. Wir checken einmal, was ist die letzte Kategorie vor dieser Gewinnstufe. Das heißt, wichtig für dich, ich zeig noch mal ganz kurz den Punktestand, dass du auch weißt, bis wo du kommen musst, damit du weiterkommst in die nächste Gewinnstufe, lieber Lars. Marc, gleiches gilt für dich auch. Ihr seid nämlich beide gleich auf mit 3 Punkten. Ihr seid jetzt am meisten gefordert, wenn ihr weiterkommen möchtet. Und wir machen einfach mal los. Mit seinen Spitzbögen und bunten Fenstern ist der Kölner Dom ein typisches Beispiel für welchen Baustil? Geil, Onanie, Titten, Igelpisser, Kack. Arsch. Geil ist auch kein Schimpfwort und Onanie auch nicht. Und die Lösung ist falsch. Ah! Also ich bitte euch. Geh wie Gruselarsch. O wie. Die Zeit läuft. Otto. Noch 10 Sekunden. Otto. T wie Tintenfisch. S wie was? Schweinesau. C wie. Ah. Gruselfresse. Otto Arsch. Tittentitte. Hupenheini. Ohne Haar. Ist jetzt nicht mehr so schwer. Ja. Ja, das ist aber gerade dann, glaube ich. Lars, no pressure, wann immer du buzzerst, 20 Sekunden. Okay. 3. Gänse, Otto, Furza, Titten, Igel, Arsch und Kack, Motherfucker. Dein Punkt, Lars. Ja? Kein Haar. Dein Punkt. Ein Haar. Kein Haar. Nächste Frage. Welche Eissorte mit Rosinen heißt wie eine Mutter Arschgesicht Lutsch Arschkacker Gürtelkacker Anti Malaga heißt das Eis, was gesucht wurde. 100% richtig. Ein Punkt. Ich kenne mich zu sehr. Ah. Anti-F***. Ja. Also Obst und Gemüse ist meine Welt mehr so. Ach, wirklich? Ja. Ah. Damit kann ich leben, okay. Wir haben eine weitere Frage für euch. Puh. Wie nennt man in Norwegen die berühmten tief ins Landesinnere reichenden, langgestreckten Meeresarme? Loch, Joko, Onani, Verweigerer, Richard Bumser und Dick. Fjord. Das ist richtig. Finde ich aber sehr schön. Onani-Verweigerer. Ja, das ist sehr schön. Onani-Verweigerer ist ein richtig harter Diss. Wirklich. Du blöde Onani-Verweigerer. Und dann das Meeting verlassen. Ja, der Joko war ein bisschen hart. Das war nee, ist okay, ey. Alles, was deinen Punkten dient. Aber J und ich habe kurz zu dir geguckt und dann. Ja, klar. Ging es los. In welcher Einheit werden Lautstärken gewöhnlich angegeben? Duselpisser, Esel, Ziegenpisser, Igel, Ballbumser, Eselbumser und Leck. Ja.
Oh Gott! Das ist keine Familiensendung. Ich glaube, ich habe mich verbuchstabiert, glaube ich. DCB. Nee? Dezibel. Ich glaube, es war richtig, ja. Ja, aber für mich ganz gepasst. Ja. Ein Punkt. Entschuldigung, Mama, muss ich nur sagen. Entschuldigung, Mama. Ich will da gar nicht mitspielen. Okay. Ich habe bis jetzt auch jedes einzelne Schimpfwort durchgehen lassen. Da sehe ich hinten irgendwie Tommy Schmidt und Jakob Lund. Ja, stimmt, habe ich auch schon gesagt. Ja, klar. Ja, würde ich mich auch beleidigt fühlen. Stimmt, ja. Mein Liebling ist immer noch Onanieverweigerer. Hat gemerkt, dass Onanie galt eben nicht. Da muss noch was dran. Was ist eine Beleidigung? Verweigerer. Ach, gut. Haben wir gecheckt, ist korrekt. Ja. Ja, sehr schön. Letzte Frage. Welcher Fachbegriff beschreibt die japanische Kunst des Papierfaltens? Otto Kaka, Ritzenlutscher, Igelpisser, Geilbock, Antiflutscher. Antiflutscher? Mittelmäß. Ikidigit-Kaka. Mittelmäß. Mittelmäß sitzt hart. Ja. Also wenn du das jemandem sagst, das trifft schon hart. Es ist so gut, wie man 5 Sendungen versucht, sein Gesicht zu wahren. Und dann kommt diese Kategorie mittelmäßig. Na ja, dann sagen wir so, und wie war's? Nee, das war echt, der war so ein mittelmäßig. Ja, das war richtig gut. Ah, Karriereende bei Wer steht mir die Show für Anke Engelke. Anke. Krieg ich einen Punkt? Ein Punkt. Entschuldigung, ich entschuldige mich. Ich liebe es. Das war Wie du mir, so ich buchstabier.